Grüß euch, Freunde von Krypto-TV. Heute sind wir wieder in Wien. Ja, was tun wir in Wien? Spazieren gehen. Also, ihr wisst Bescheid, heute haben wir den 31. Jänner 2021. Es ist wieder eine große Demonstration, wäre angesagt gewesen, wie ich gehört habe. Es wurde aber der Platz nicht genehmigt für diese Großdemonstration. Es ist heute nur so ein Spaziergang angesagt oder eine interreligiöse Veranstaltung oder ein Volksfest. Also das wären so die zwei Möglichkeiten, die man machen kann anscheinend, Volksfeste zu gestalten oder irgendwas Interreligiöses zu veranstalten. Also wird es heute keine Großdemo, sondern irgendwas in der Richtung. Aber lass uns überraschen, schauen wir mal hin. Also wir sind in der Nähe vom Maria-Theresien-Platz, der gesperrt ist. Ich darf wieder rauchen, ich bin nicht von ORF. Nee. Und ein paar Leute sind gekommen, es wird sich sicherlich keiner etwas absagen haben lassen. Und somit staut es jetzt mehr auf den Straßen als auf den Plätzen. Ich weiß nicht, ob das so clever war, die Plätze zu untersagen, wo man die Leute jetzt auf die Straßen drängt dafür. Aber naja, so wird man gesehen, das ist die Hauptsache. Дорогие друзья, сторонники и единомышленники, которые сейчас вышли, неравнодушные люди за свободу. А, это о Навальни, как я mitbekomme. Навальни. Все, что сейчас происходит. Да, да. Bin ich nicht so fit, sondern anscheinend mehrere Demonstrationen hier. Nawalny geht es um einen Russen, war in der Politik tätig, mag nicht so gern Putin, darum macht er am Nationalfeiertag zu Russland, macht er dann auch die Demos. Die Umbauexamen. Ja, wir können aber verarschen. Sagen wir halt einmal da, wir haben ja noch Zeit. Was ist links, jetzt kommt der Richtung. Genau, es gibt nur die Angst vor der Angst. Also jetzt habe ich gerade wieder ein bisschen Zeit. Bin jetzt erst unterbrochen worden wegen Nawalny. Ich möchte noch mal ganz kurz einfach erklären. Das ist ein Politiker, der zankt sich immer recht viel mit dem Putin. Wenn Russland einen Nationalfeiertag haben, meldet er immer für Demonstrationen am Roten Platz an, was aber nicht genehmigt wird. So schreiben es die Presse. Genehmigt wird er aber, wenn man es genau betrachtet, deswegen nicht, weil der Rote Platz zu dem Tag eben für den Nationalfeiertag reserviert ist. Ja, er macht dann woanders da immer seine Demos an dem Tag und verstößt absichtlich gegen gewisse Auflagen, wie ich es aus dem Gedächtnisprotokoll habe, und dann deswegen sitzt er dann auch im Gefängnis ein, jährlich. Und jährlich sitzt dann eben seine Haftstrafe ab, die wir wegen Verwaltungsbußen, wenn man so auf gut Deutsch sich einheimst. Aber recherchiert das selber noch, das ist nur jetzt so, ich habe das nicht gut studiert, habe es gerade selber gemerkt. Wenn ich mich geirrt habe, bitte unten in die Kommentare schreiben. Thank you.
Da muss irgendwas ganz Gefährliches los sein. Da müssen gefährliche Leute unterwegs sein. Wie lange wird es hier mitmachen mit dem Scheiß? Oder führt ihr? Also das war jetzt der Einsatzleiter von Wien, wie wir gesehen haben. Ganz schön zu. Ich fühle mich irgendwie umzingelt. Mal schauen, ob ich noch die Flucht ergreifen kann. Hier rein. Der Maria-Theresien-Platz hinter mir, da haben wir eben vor 2 Wochen die Großdemo gehabt. Dieses Mal abgesperrt. Aber abgesperrt ist nicht abgewehrt. Schauen wir mal, wie der Tag heute läuft. Scheint noch spannender zu werden wie sonst. Da sieht man schon die ersten Leute, die aufgeschrieben werden. Ja, die ersten Repressalien also werden schon geahndet, diese ganz, ganz verwerflichen Straftaten, wie wir sehen. Thank you.
Jetzt sind wir gescheiter. Jetzt sind wir gescheiter, dank der Polizei. Schaut euch das große Angebot an. Ein Bus nach dem anderen. Thank you.
Bahn zu machen. Ich denke, es wird zu keiner Konfrontation kommen. Wir zahlen euren Lohn! 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 Wir zahlen euren Lohn!
Mach den Weg weg! 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 Und wir bitten die österreichische Polizei, sich nicht zu Erfüllungsgehilfen dieses Systems zu machen. Ihr seid Teil der Bevölkerung. Schließt euch uns an und geht mit uns. Ihr geht als Helden in die Geschichte ein, wenn ihr euch uns heute anschließt. Geht mit uns. Geht mit uns. Wir sehen euch nicht als der Feind. Der Feind sitzt im Bundeskanzleramt. Das sind die Menschenrechte derzeit mit Füßen treten. Wir sind Väter. Wir sind Mütter. Ich bin eine Großmutter! Lasst uns durch! Wir sind das Volk! 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 Wir Was? Was habe ich gemacht? Die Erbarmung zu erfüllen. Ich verstehe. Ich glaube, von der Presse. Das sage ich. Du nimmst nur von mir zu sicher. Einen Ausweis hier, bitte. Einen Ausweis hier, bitte. Bitte.
Nimm es mal runter, bitte. John, darf ich ganz kurz was mitnehmen? Ja, bitte. Ich nehme es auf, nur zu informieren. Ja, das ist kein Problem. Ich habe meine Maske auf, ich verhalte mich ganz friedlich. Ich würde das Ihren Kindern. Es ist schon gesagt worden, dass die Demonstration aufzulösen ist. Ich bin auch nicht gefordert worden. Geben Sie mir bitte einen Ausweis. Ja, gerne. Weiter. Gehen Sie bitte ein Stück weiter, okay, dann muss ich Sie nicht drängen. Danke schon. Nein, ich bin ja nicht zu dem. So. Darf ich? Gehen Sie ein Stück bitte weiter, Donne. Wird ein wenig schwer werden. Ja, das weiß ich. Ich hab's uns gerade einkesselt. Das weiß ich schon. Ich bin da noch da als Passant, ich stehe da und einfach einkreisen. Ja, ich will nicht zufällig mehr. Also wenn Sie genau vor der Sperrkette stehen, dann stehen Sie nicht zufällig als Spaziergänger da. Nein, okay? Das nicht. Das ja. Aber ich bin da gestanden, ich nehme es mit, ich habe noch wirklich sagen, aber ich bin nicht mehr schwer. Es hat sich keiner gezogen, okay? Gar nichts. Da ist gar keine Körperkraft angewendet worden oder sonst irgendwas. Sie hatten lang genug vorher Zeit, dass Sie sich von dort auflösen. Sie sind höflich gebeten worden, mehrfach. Okay? Wissen Sie das? Haben Sie das verstanden? Ich verstehe es. Wenn Sie das Ganze nicht aufgelöst haben, wird das Ganze veranzeichen. Ja? Ich verstehe. Sehr gut. Also mir macht das Ganze auch keinen Spaß. Ich habe lange genug Zeit, Sie wurden mehrfach aufgefordert, mehrfach gebeten, dass Sie das Ganze auflösen. Und Sie genauso wie jeder andere wird halt jetzt sagen. Sie sind angekündigt worden, es ist Ihnen angedroht worden, jetzt müssen wir es halt auch leider machen. Ja, ja? Aber ich darf mein Grundrecht ist es draußen. Ihr Grundrecht ist es prinzipiell bei einer Demonstration, die erstens einmal schon untersagt worden ist, zweitens dann aufgelöst worden ist. Dann ist Ihnen angekündigt worden, dass wir es auflösen werden. Sie hatten lang genug Zeit, ich glaube eine halbe Stunde hatten Sie Zeit, dass Sie das Ganze auflösen. Und dann wäre das alles nicht notwendig gewesen. Okay? So. Na bitte. Bitte, dass Sie mich bevorzugen, weil ich bin gerade bei meiner Pressearbeit, dass Sie mich nicht behindern. Das wird jeder gleichmäßig sein. Ja, aber ich bin von der Presse, Sie sind ja, mein Arbeit nicht. Jeder gleichmäßig behandelt. Ja. Mir ist völlig egal, ob Sie jetzt als Bauarbeiter oder Anfangsarbeiter werden genau behandelt wie jeder andere. Ich muss Ihre Information mal so aufmerksam tun, um mir das auch nachzuhören. Ist ja prinzipiell überhaupt kein Problem. Ja. Ich sage es Ihnen auch im Guten. Die Kollegen fliegen das von Anfang an, die ganze Anfang. Gerne. So ist es ja nicht. Okay? Man hat ja zur eigenen Sicherheit auch noch. Bitte? Ich will nur einfach zur eigenen Sicherheit. Ja, ist ja gar kein Problem. Ich sage es Ihnen nur informativ. Nein, gerne. Wie im Quer. Wann bist du geboren? Danke. Ja, gar nicht. Da, ich bin da auf der Seite gestartet. Sobald Sie fertig sind, dort raus begleiten, okay? Ja, ich weiß. Ich bin's. Was? Sind die beiden fertig? Ja, wir gehen mit Ihnen raus. Ja, gerne. Ja. Gehen sollte nach Hause, beginnt keine Verwaltungsübertretung mehr, sonst geht das Ganze vielleicht bis zur Festnahme und das möchte ich nicht. Ich bitte Sie höflichst darum. Okay? Wir begleiten Sie jetzt raus und lassen Sie das einfach. Lassen Sie die Maske drauf. Wenn eine Demonstration aufgelöst wird, halten Sie sich bitte dran, das macht uns ja auch keinen Spaß. Okay? Sie, wenn die Anzeige darüber entscheidet dann, wenn Sie es beanspruchen, ein Richter vom Landesverwaltungsgericht und kein einfacher Polizist. Okay? Ja. Wir schreiben nur, wir hatten die Wahrnehmung, Sie wurden aufgefordert, haben Sie nicht, wir zeigen Sie nur an, der Rest entscheidet ein Jurist und ein Richter drüber. Okay? Bitte. Wir gehen mit Ihnen raus, komm mal bitte. Ich filme das noch ein bisschen da. Ja, kennen Sie. Ich kenne es von draußen noch einmal. Ja. Da, komm mal, weiter bitte. Na ja, da bitte gehen Sie weiter jetzt. Bitte. Naja, ein bisschen mehr Zugang habe ich schon als wir. Gehen weiter. Wir brauchen da Hilfe. So, gehen Sie bitte raus. Da raus. Noch ein paar Meter, kommen Sie bitte. Eventuell laufe ich auch wieder da hinten zurück. Wie gesagt, nein, ich bin, von der, weiter. Ich bin ja. Von der Presse. Behandeln Sie mich nicht wie so einen kleinen Würstchen. Okay? Ich kenne mich danke. Mit den Rechten aus, sie sich aus. Hoffentlich. Gehaben Sie sich wohl. Ja, somit bin ich gerade reingezogen worden in den Festnahmungszug, würde ich mal sagen. Meine Personale sind aufgenommen worden. Ich habe nicht nachgefragt, ob ich gestraft worden bin, weil ich meinen Presseausweis herzeige.
Das ist eigentlich selbstredend dafür, dass ich dann dienstlich hier bin, wie unsere dienstlichen Beamten ja auch Amts handeln wollen, mögen oder sollen, wie auch immer dass man das bewerten mag. Ja. Weiß nicht, ob ihr es jetzt gesehen habt, so schaut es von oben aus. Schauen wir mal, ob wir ein paar nette Leute noch finden. Man sind genug da, schaut euch mal um. Obwohl dieser Tag heute aufgelöst wurde, ist er noch nicht so ganz aufgelöst. Scheint nicht zu funktionieren. Die werden jetzt sicher ein paar Leute mehr deswegen aufschreiben, aber das wird auch nichts helfen. Deswegen werden die Leute trotzdem da bleiben. Und somit ist es schon mal ein kleiner Feuerfolg. Und schauen wir mal, wie viele Folge wir heute noch feiern können. Ja, aber in die falsche Richtung. Na, sie haben aufgegeben, weil sie sehen, dass wir gegen euch nicht ankommen können. Und das ist wieder einmal zum Abhaken. Ihr habt für die Regierung behandelt. Das wird bei Gott eingetragen. Im Buch des Lebens steht das drinnen. Alles. Jeder muss es verantworten. Jeder, auch nur der mit der Kamera. Jeder wird sich müssen verantworten, was er getan hat und mit wem er gedient hat. Das ist leider so. Ja, natürlich auch. Die Chroniken der Nachwelt, die traurigen Nachwelt. Das ist deiner Wurscht, deiner Nachwelt. Naja. Die tun das für was zum Brot auch noch, wirst du sehen. Die tun das für was zum Brot auch noch. Ja, die kriegen schon gut Leute Beamten. Nein, nicht mehr lang. Der Fußballkollege ist auch gut. Ah, der Polizist. Sie dürfen nicht einmal auf der Demo dabei sein, weil die Sieger doch unterschreiben müssen. Eigentlich geben sie andere Grundrechte ab. Aber sie verdienen noch nicht schlecht. Also. Auf Wiederschauen, hast wir kommen wieder, ja, wieder zurück.
Nee, ich weiß auch nicht, was ich genau machen soll. Soll ich jetzt noch da stehen bleiben? Zuschauen, wie wer rausgefischt wird? Oder soll ich da nach vorn schauen? Da vorne scheint sich der Zug einen Spaziergang. Da hinten scheint sich das zu einem Spaziergang zu entwickeln. Wollen wir einen Spaziergang machen oder wollen wir da noch ein bisschen da bleiben? Gretchenfrage. Mir würde auch interessieren, was da ganz hinten hinter der anderen Mauer abspielt. Da sind ja die anderen Demos-Teilnehmer.
Brot und Freiheit, Souveränität!
Also jetzt stehen wir. So, jetzt stehen wir am relativen Anfang des zerrissenen Spazierzuges. Jetzt schauen wir mal ganz nach oben, wie viele Leute da ungefähr sind. Thank you.
Aber schlimmer ist. Wir waren hübsch. Wir haben schon rausgefischt gehabt. Warum das? Ich habe direkt den Zug gestellt, wo es rausgebrennt sind. Habe ich mit der Mitte gestellt, aus links und rechts vorbeilaufen die Polizisten. Und dann haben sie mich reingezerrt, Ausweis verlangt. Und dann bin ich wieder ins Spiel geworfen worden. Das ist eine ganz klare Freiheitsberaubung. Heilige Maria, Mutter Gottes, beschütze uns vor Vollhemmern, vor Angstschubern und Kurzschlüssen. Amen. Also wie ich sehe, der Zug wird zerteilt in mehrere Hälftchen. Die Wurst ist angeschnitten worden, würde ich mal sagen, von der Polizei. Da hinten hat man schon drei Polizeimauern, Palisadenwälle könnte man sagen. Und da vorne ist, da ist der nächste Palisadenwall, also der dritte, vierte. Weil ich würde es gern durchjudizieren, bis zum Verfassungsgerichtshof. Ich kann Ihnen heute schon garantieren, ich werde gewinnen. Und ich kann heute dem Beamten, der diese Amtshandlung an mir vornimmt, garantieren, dass der Verfassungsgerichtshof bestätigen wird, dass seine Amtshandlung rechtswidrig war. Und ich muss noch was sagen, ich habe allerhöchste Achtung vor der österreichischen Polizei. Ich habe schon dermaßen gute Erfahrungen gemacht und sie hat mir persönlich schon das Leben gegeben. Ja, dem muss ich mich leider auch anschließen. Aber trotzdem, dadurch, dass mir die Polizei persönlich schon das Leben gerettet hat, werde ich letztlich mein gutes Verhältnis zur Polizei nicht trüben lassen. Und genau diese Regierungssender wie Puls 4, was da oben steht, machen sich genauso schuldig dem Bruch der Verfassung. Es sind Verbrecher. Diese regierungstreuen, bezahlten Hurenmedien sind Verbrecher.
Wahrheit war. Neama muss weg! Neama muss weg! Neama muss weg! Der ist ja unter sehr komischen Umständen an die Macht gekommen, der Herr Nehammer. Sehr komische Umstände mit diesem Video, wo die letzte Regierung gesprengt wurde. Ist das demokratisch, was da passiert? Oder autokratisch? Haben wir da nicht ein Verbotsgesetz, das solche Sachen verbietet, solche faschistischen Tendenzen, die sich da entwickeln? Faschismus ist nie was, was auf einem Tag passiert. Und irgendwann gibt es einen Point of No Return, da kann man dann nicht mehr demonstrieren. Es gibt sowas wie Nürnberger Prozesse, die kommen. Richtig. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen. Diesmal werden nicht nur 12 Nazis hängen, sondern sehr viele mehr, glaube ich. Lernt's Geschichte. Lest nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwer will, dass er dann seinem Kind oder seinem Enkel das beantworten muss, die Frage, was hast du da damals? Ja, ich habe meinen Helm aufgesetzt und ich habe auch friedliche Demonstranten eingeschlagen vielleicht. Oder habe es zumindest daran gestört, ihr verfassungsmäßiges Recht auszuüben, zu demonstrieren. Ihr seid doch auf die Verfassung vereidigt, bitte. Nicht auf die Regierung, auf die Verfassung. Und ihr habt nicht nur das Recht, sondern die Pflicht zu remonstrieren. Remonstration. Ich glaube, das habt ihr in der Polizeischule gelernt, konnte ich mir vorstellen. Oder? Das ist echt doch ein Begriff eigentlich. Remonstration. Wenn die Befehle eurem Gewissen widersprechen, habt ihr die Pflicht zu remonstrieren. Die Pflicht und das Recht. Ja, okay. Ja, wir wären alle fast. Grüß dich. Servus. Alles wird gefunden. Wir werden nachher wissen, wer auf welcher Seite gestanden ist. Was machen wir dann? Ich meine, selbst wenn es nicht so weit kommt, dass wir die Kurve noch kriegen, aus der Diktatur raus. Was ist mit den Kindern, die euch dann fragen? Die Enkel. Das verstehe ich einfach nicht. Ich muss auf die Presse. Ich bin von der Presse und muss zu meinen Kollegen rüber. Ich bin von der Presse und muss zu meinen Kollegen jetzt rüber. Alles gut. Servus. Ich habe die Presse auch nicht gehört. Ich darf nicht da stehen, wie es ausschaut. Bitte Ihre Dienstnummer. 90 17 29 25. Bitte? 90 17 29 25. Sie haben sicher Visitenkarten dabei. Das habe ich jetzt nicht dabei. Warum haben Sie sowas nicht dabei? Weil das in meiner anderen Uniform. Ich konnte aber alles sagen jetzt. Sie könnten mir jetzt die Nummer sagen. Aus was für ein Grund werde ich euch nicht vorlassen? Aus was für ein Grund werde ich nicht vorlassen und der von Ö24? Weil der von Ö24 vor nicht hier drinnen war, sondern über die ganze Zeit hinter mir. Ich bin von der Presse, ich habe überall das Recht, da reinzuwirken. Ich habe dann gerade gesagt, dieser Bereich ist gerade gesperrt. Ja, so wird die Presse jetzt behindert bei ihrer Pressearbeit. Wie 6, Ö24, darf rein. Schade, wenn er von der Presse ist, warum darf er nicht tun? Ö24 ist los. So, Frage. Das ist dein eigener Auto, den hat er nicht. Da gibt's eine Reise. Ritchie, machst du da hinten? Den Feind oder was? Den Feind begleitest du? Ich hab da keinen Feind. Ah, ja. Frag's einmal, warum so scheiße berichten alle über das? Wir dann. Naja, bis jetzt schon. Ich bin noch nicht auf und durch. Ich bin schon auf. Wir fordern, dass die Regierung die Situation weiter beantwortet.
Die Angst muss weg! Die Angst muss weg! Die Angst muss weg! Dann hören wir uns, wo zwei oder drei von uns in deinem Namen versammelt sind. Da wirst du unter ihnen sein. Wir können nicht immer nur für uns als Gesamtheit sprechen, denn wir sind unbedingt. Ohne Fahne heute. Hast du gar nicht deine Fahne mit, oder wie? Jetzt in der Tasche. Servus. Grüß dich. Servus, Roman. Grüß dich, hi. Grüß dich. Servus. Hi. Ja, nicht lange nicht mehr gesehen. Ja, ja, da trifft man es halt in Wien. Ja. Ah, du hast einen Presseausweis, das ist gut. Ja, haben sie aber auch nicht überall reingelassen heute. Ja, ja, aber den, was brauchst du denn dazu? Aber jetzt gibt es zu verteilen, Mann!
Maria Muttergottes, der schütze uns vor Vollhämmern, Anschubern und Kurzschlüssen. Amen. Wir müssen mal schauen, ist das die Kuchen, oder? Wir haben die Kuchen! Ja. Also sind wir da? Ja. Eins, drei Viertel eins. Guter Maskenschutz, ey. Was den Mückenstich. Ja, halt pfeffern sie wieder, gell? Ganz vom Nachspiel, ja? Ja. Da drüben haben sie welche ausgelassen, beim Museumsquartier. Ungefähr 200 Leute und haben sie dazu gemacht. Wir haben es auch schon eine kassiert und mal überprüft. Ja. Weil ich immer ganz von mit war, aber. So wurscht. Wie viele Leute sind das insgesamt? Was schätzt? Weiß man das? Schwer zu sagen, weil was spielt sich da vorne dahinter, was spielt sich hinter den anderen Wall ab? Thank you.
Ja, die Polizei tut gerade Gutes daran, ihre Rechtschaffenheit zu präsentieren. Das
Mit alten Mann zu sechs, mit voller Gewalt, nicht super.
Echt super, wow. Gratuliere. An Oldenmar, zu sechs nieder. Zu sechs gegen Oldenmar, Wahnsinn. Gratuliere. Weiter, was macht mit dem Scheiß? Wie viel Zeit der Hammer ist frei, wie stark das ist. Das unglaublich. Unglaublich. Sechs Zeit gegen Oldenmar. Man muss auch mal schauen, wie viel Polizei da steht und mich anmacht. Das greift sich aber selber am Boden. Nein, deswegen, für mich ist das ein Wahnsinn. Ja, ich habe von der ganzen Liga super. Also. Und jetzt hat er die Hoch getroffen, also Freunde. Scheiße. Ja, ist klar. Was haben Sie denn an? Was steht dort vor?
So wenig lässt sich das rausbringen. Es wurde doch ein Anwesen gerettet. Ja, eure Gesichter werden in Geschichtsbüchern aufscheinen. Da könnt ihr stolz drauf sein. Ich glaube nur, dass die Heute-Zeitung so einen Scheiß schreibt, aber es ist wahr. Es stimmt. Es stimmt. Naja? Diese bitte von der Fahrbahn runter, danke. Die restlichen Teilnehmer werden jetzt ausgesperrt, das wie eingesperrt. Mal schauen, ob die heute noch haben dürfen oder ob die campieren müssen heute. Da schaut's, sind alle eingesperrt. Ob die Leute dann nicht mehr nach Hause dürfen, die werden gerade ausgesperrt. Vielleicht müssen sie campieren, wird eine kalte Nacht werden. Zumindest dürfen die nicht raus. Naja. Thank you.
Wenn du die Identität hörst, dann schon. Entschuldigung. Moment. Ich habe sonst nichts mit. Aber das ist geregistriert. Wie gesagt, sie werden nicht registriert. Ich müsste wieder rein. Ich bin von der Presse. Vorschrift ist Vorschrift. Was darfst du mit dem Versammlungsverbot? Es hat Anzeige gegeben, weil es Versammlungsverbot gegeben hat, glaube ich. Ach so, solange nur Anzeige ist. Also jeder, der jetzt raus will, da wird der Ausweis fotografiert, wie ich gerade check. Also wird es da halt sehr viele Fotos geben. Man schaut mal, wie viele Leute da noch raus wollen. Und der ist jetzt kein Ausweis, der hat gesagt, der muss dann übernachten, oder wie? Okay, danke. Jetzt setzen die Leute ihre Helme auf. Vorher waren da Ja, genau.
Und die wollen nicht remonstrieren. Die wollen nicht remonstrieren, obwohl sie verpflichtet sind dazu. Weil das ist eine Diktatur. Das ist Unrecht. Das ist Unrecht. Das ist Und der Zug schließt sich wieder. Jetzt kommen die Umbauexamen von vorne wieder rangerauscht. Die Auflösung hatte nichts gebracht. Es wird weiter spaziert. Also es wird weiter spaziert, wie man sieht. Zuerst haben sie abgeriegelt, einkesselt, hat alles nichts gebracht. Jetzt hat die Polizei gedacht, der Spuk ist vorbei. Doch jetzt fängt es erst recht wieder an.
Kommst du abgesperrt und was machen wir? Wir machen woanders da weiter. Warte mal, ich bin da genau am Eingang. Siehst du nicht mit der Oberfläche? Schau mal, ich stehe da oben. Nicht? Da vorne stehst du. Ja, komm zu mir. Hallo, grüß dich. Du, wegen einem Sammelpunkt möchte ich nur sagen, dass wir vor dem Museumsquartier stehen. Ja eben, es hat mich echt interessiert, die Luftaufnahme. Ne? Freiheit, Souveränität, Friede, Freiheit, Souveränität, Friede, Freiheit, Souveränität, Friede, Freiheit, Souveränität, Friede, Freiheit, Souveränität. Yeah.
Es wird massiv gelaufen, dann laufen wir heute auch mal dahin. Thank you.
Natürlich! Super! Danke! Hast du dabei? Fertig!
Ja, wir machen auch mit Banden da. Was?
Einige Schaulustige, wie man noch sieht, die sich das Quarantäne raustrauen, na sowas, die sollen sich eher mittrauen. Danke.
Dankeschön! Ich werde es nicht sehen, aber da hinten geht es auch noch weiter. Und schaut mal da meinen Finger entlang. Da marschieren noch Leute. Da marschieren noch Leute. Und da hinten ist der Zug auch schon längst verschwunden. Da sind einige Leute noch da.
Lass dich schon in Ruhe! Ist der Kerl, der uns hält.
Cross, 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 cross
Zeitreisende. Ja, auf der Nächsten. Schaut euch die Schau lustig machen. Wird zurückgeschossen bei den Schaulustigen. Schließt euch an! Schließt euch an! Sicher, 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 Sic
Ist der vorbei? Was ist das? Nein. Aber ich hab's gesehen. Was seid ihr für Menschen? Ihr habt nichts gemacht. Was seid ihr für Menschen? Schämt euch, was ihr da tut. Dienstnummer her! Ihr seid ja wahnsinnig. Was soll euch machen? Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Wenn man auf die Polizei hinhört, muss man mit einer Gegenreaktion rechnen. Ne? Das ist aber interessant, das sage ich über Video, da schießt die Antifa Floschen zu euch ein und ihr macht gar nichts. Habt ihr nichts gemacht? Glaubst du, dass wir das gleich sind? Weil die Antifa ist der Freund der Polizei, oder was wollen Sie jetzt sagen? Da hoffe ich doch nicht. Ja, das wollen wir stellen, neue Worte gerade. Ich stelle neue Worte in Frage. Sie haben ja gerade gesagt, die Antifa schmeißt eine Flasche und die Polizei macht nichts. Ja, wollen Sie gerne zeigen? Wollen Sie sehen? Wahrscheinlich nicht. Ich erinnere nichts dran, ich war nicht dabei. Ich weiß ja nicht, die Beweggründe, warum nichts passiert ist. Ich hätte sogar Uniform aus. Aber also der junge Mann, weiß nicht, ob ich einen Mann nennen kann, der wurde handgreiflich, wie mir gesagt wurde. Und somit hat die Polizei eingeschritten. Lassen wir das mal so stehen. Ja, somit. Der Spaß ist heute vorbei in Wien, am 31. Jänner 2021. Wir hatten eigentlich eine Großdemonstration angekündigt, die wurde verweigert und verwehrt und in den Abgrund getreten. Somit haben sich die Leute aber nicht unterkriegen lassen, sie sind trotzdem gekommen, haben sich zwischen Heldenplatz und Maria-Theresien-Platz alle angesammelt. Dann wurden, jetzt bin ich gerade in Ente-Resümee, richtig erraten? Ja, so wurde das dann viermal geteilt, die Menschenmenge, die sich da versammelt hatte.
weil das Versammlungsgesetz es verboten hatte, laut neuen Reichsgesetzen wurde einige Menschen die Personalien aufgenommen, weil sie gegen das Versammlungsschutzgesetz verstoßen hatten. Und somit war ich auch da mitten drunter, das habt ihr gesehen. Danach, sagen wir noch 1,5-2 Stunden des eingekesselt Werdens, hat sich spontan ein Spaziergang entwickelt. Damit hat die Polizei auch nicht gerechnet. Die dachte nämlich, dass sich schon alles weiträumig verflüchtigt hatte. Doch in den Nebenstraßen haben die, was noch raus konnten, vor der Einkesselung gewartet, auf das, dass sich die Eingekesselten mit denen wieder vermengen können, und dann ging der Spaziergang richtig los. Ein cooler Spaziergang. Unkoordiniert hat es sich durch die Stadt geschlängelt, mal nach links, mal nach rechts, dann wieder geradeaus durch. Und jetzt am Ende, habt ihr eben gesehen, gab es noch eine kleine Reiberei. Somit, ich fahre jetzt wieder heim nach Salzburg. Und war ein interessanter Tag heute in Wien. Schauen wir mal, ob wir in 2 Wochen wieder da spazieren gehen, früher oder später. Bin um den Daumen gepeilt, mal ganz sicher. Aber garantiert sicher, so selbst natürlich, wie es nur geht. Ich darf sogar nicht nur rauchen, ich darf auch was trinken. Scheiß ORF, die dürfen nichts rauchen, nichts trinken während der Moderation, aber Prost ORF. Und somit danke, dass alle mit dabei wart wieder bei CryptoTV heute in Wien. Und jetzt gehen wir wieder heim. Boah, sind die schnell unterwegs. Ich glaube, da ist der Teufel unterwegs. Selbst beim Nachhausegehen kommt man den Spazierzug nicht mehr aus. Ihr seht da hinten, die Polizei ist noch voll in Einsatz. Die denkt halt noch gar nicht einmal dran, nach Hause gehen zu können. Die müssen halt Überstunden schieben, unsere Polizisten. So ein Pech aber auch. Ja. Da vorne sieht man den Zug, der was sich zuerst da hinten getrennt hat bei uns, mündet vorne wieder ein. Schau, was den Mexikaner die Fettpolizei haben. Ja, die sind wahrscheinlich mit Zug gekommen. Am Gürtel an. Ja, Augen sind. So machen wir vorne jetzt aber. Hey, ich schau ja nur. Also, wie ihr seht, da hinten, da sind noch Tausende von zigtausenden, mindestens 30.000 Leute, die was noch immer weiter spazieren gehen. Die Polizei hat noch immer nicht Feierabend, wie wir sagen. Wunderbar, so soll es sein. Mein Respekt an den gelungenen Tag heute in Wien am 31. Jänner 2021 zur Selbstbefreiung oder Selbstermächtigung, wie man es auch immer nennen will. Kurz muss weg. Ach, es gibt so viel zum Reden. Aber eine Tat bleibt wirksam, das ist diese hier.
Super. Was ist das? Ja, aber gehen wir vorn, wann und vorn. Ich gehe schon vorne, wer vorne sieht er mich. Ja, der fährt eh nicht weiter. Sie müssen noch schön guten Tag mit Damen, seid auch wieder da. Ja, wir sind auch wieder da. Da, wo ich stehen muss. Da steht einer von mir. Nein. Wir haben jetzt ein großes Vergehen gemacht. Wir sind, glaube ich, doppelt so viel gewesen, was in den Lift eigentlich rein dürften. Ich glaube, ich zeige uns jetzt alle an. Jetzt zeige ich uns alle an. Ja, du hast mich einmal mit meinem Meterstab gefilmt. Ja, gell, hätte eigentlich auch mal Erlaubnis fragen müssen, dass ich die filme, gell? Der kennt mich, weil dieser Billy gesagt hat, ich bin ja gefährlich. Du passt das für die Ich hab gesagt, du bist die Abstandsbeamtin. Ja, das passt schon. Okay. Ist der mal ein Fühler kommen? Weil von der Polizei wird er auch. Ja, ja. Ohne Überstunden. Jedes Wochenende müssen die einen. Die haben anscheinend extrem viel Krankenstelle bei der Polizei. Und irgendwann sagt die Polizei, es geht nicht mehr. Sie haben keine Kapazitäten mehr. Ja, eh. Und dann muss die Politik auch herkommen, weißt du? Wenn das bis drei in der Frage ist, ich darf da mitgehen. Sie will nicht einfach, ich darf da mitgehen, weil das muss jetzt durchgezogen werden. Die Geilsten halt. Mal schauen, wie lange sie noch marschieren. Vielleicht erfahren wir so. Nur Polizei. Freiheit, keine Diktatur. Solidarität, Wurst. Wurst muss weg, die Wurst muss weg.